Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeisterten Motorradfans. Und willkommen hier zurück zu Let's Play Ride 3. Wir sind jetzt schon mit der 250er Kubikklasse dran. Und zwar geht's weiter zum Donington Park mit unserer wunderschönen neu erworbenen Honda, die wir beim letzten Mal gewonnen haben. Jawoll! Und wir haben auch festgestellt beim letzten Rennen, dass das gar nicht so einfach war, den dritten Platz herauszufahren. Mal gucken, wie das beim zweiten Rennen wird mit der Honda. Ob wir uns besser anstellen oder nicht. Oder ob wir uns allgemein weiter erstmal besser schlagen müssen. Oder ob wir wie beim vorletzten Part die KI wieder runterdrehen müssen. Aber ich glaube, im Donington Park sollte ich zurechtkommen. Okay, das ist ein Zeitfahren-Modus, alles klar. Wir müssen 1,42,8 fahren. Oh Gott, wenn ich diese Kurve schon sehe. Ja, da wird mir gleich schon schlecht. Okay, es ist eine lange Variante. Von dem guten Donington Park. Genau, hier mit diesen mini-haften Scheiß. Langsamen Kurven. Mit den Haaren, denn die eigentlich noch gehen. 1,42,8 und 0,0. Mal gucken, ob wir diese Zeit knacken können mit dieser aufgetunten Honda oder nicht. Ja, wenn ich den Bremspunkt ein bisschen zu spät setze, dann auf keinen Fall. Also das Fahrverhalten gefällt mir ja sehr gut. Fahrphysik ist, ja, ich würde schon ein bisschen sagen, leichter als in der MotoGP, Reihe. Weiß nicht, ob ich mehr Pfeifen anhab oder nicht. Aber allgemein, hier spürt sich weniger. Als das in MotoGP 18 der Fall war. Von dem her würde ich schon sagen, dass das ein bisschen einsteigerfreundlicher ist, das Spiel. Was mir zum Beispiel schon ein bisschen entgegenkommt. Also gut ist die Runde nicht. Aber vielleicht reicht es für die 42,8. Ansonsten 45,7 oder 51,4. Das sind die anderen Zeiten. Jetzt kommen wir hier zu einer schwierigen Schikane, die ich eigentlich vergeigt habe. Ich habe gedacht, die wäre ein bisschen langsamer von der Speed her. Jetzt kommen wir hier in den letzten Abschnitt. Die Kurve haben wir mal richtig verkackt. Also die Diani ist auch hier wieder das Armutszeugnis so ein bisschen. Die stimmt, manchmal stimmt sie schon, das ist sehr genau. Nur manchmal, also hier zum Beispiel, da muss man früher bremsen. Da muss man früher, die 42 schaffen wir ja dicker. Jo. Locker, flockig, 37,8. Kein Problem. Erster Anlauf und direkt geschafft. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es ist dann doch ein bisschen zu einfach. Diese Zeitfahren-Angriffe. Oder ist die Zeit einfach nur extrem tief oder zu hoch gesetzt? Also im Bezug, man hat zu viel Zeit. Das meine ich mit zu hoch gesetzt. Das nächste ist aber wieder Einzelrennen. In Sugo, in Japan. Los geht's. Möge der Spaß beginnen. Dann hat man hier eine Ladezeit und hat man hier nochmal eine Ladezeit. Also die Strecke wird geladen und jetzt werden wahrscheinlich noch die Gegner geladen. Und jetzt werden erst die Gegner geladen? Nee, das kann gar nicht sein. Die KI lädt man ja noch separat. Okay. Muss ich nicht verstehen. Woran das dann liegt, ich habe keine Ahnung. Die 250er Zweitakter war aber schon bald aus der Mode. Okay. Okay, also das ging wohl relativ schnell. Man hätte ja so ein bisschen auch die Geschichte kennen. Der Motorräder Sugo. Oh, da sind wir noch gar nicht gefahren. Ich bleibe mal bei der 100. Und sag, let's go. Na, unter 100 werde ich, glaube ich, kaum noch gehen. So, los geht's. Ja, nicht, wenn ich die Dinge mal immer schöne tune. Tuning World gibt es hier unten auch in Friedrichshafen. Oder die Motorrad-Show. Die ist auch wieder im Januar. Ende Januar hier in Friedrichshafen. Da war ich sogar schon mal. Aber es ist auch eigentlich jedes Jahr gefühlt das Gleiche. Wow. Okay, da wusste ich jetzt nicht unbedingt, wohin. Neben dem Gegner. Ich
Wow, da wollte ich den Sturz vermeiden, auf jeden Fall. Okay. Die ist jetzt hier nicht ganz ohne. Guck mal, ich muss mich erstmal hier durchsetzen, muss gegen den Patrick. Okay, jetzt habe ich mich durchgesetzt. Aber auch hier schön rechts mit dem Berg, ey, gefällt mir. Ja, Hügel besser gesagt. Berg wäre übertrieben. Aber so in Japan, das wäre auch ein Land, wo ich mal sagen würde, ja, da würde ich gerne mal hin. Die Japaner sind auch gerne verreckt. Verrückt finde ich immer im positiven Sinne. Weil die kannst ja auch mit Motorsport ja wirklich begeistern. Mich haben sie zum Beispiel zum Anime begeistert damals. Was ja auch den Kanal widerspiegelt. Was man ja auch unschwer erkennen kann. Jo, ja, jo, okay, alles klar. Jo, alles klar. Die Sekunde nehme ich dankend an. Ich habe nicht gedacht, dass dann auf einmal so eine Kurve kommt. Das ist der Nachteil, wenn man die Rennstrecke nicht kennt. Warum kommt noch sowas bei rum? Also 100? Ist dann doch nicht ohne. Oh, wer hat sich denn da hingelegt? Also, dass ich mich da auch nicht hingelegt habe, war auch Glück, ne? Das war auch wirklich Glück. Dass ich die Kurve bekommen habe, war auch gerade Glück. Erinnere mich so ein bisschen an den Stop-and-Go-Kurs. Mit engen Kurven, die mir wieder gar nicht liegen. Oh, hier muss ich weit zurückdrehen, die KI. Ich schaffe es nicht, bei dem vierten zu jagen. Und die ersten sind weg. Eine Sekunde kriege ich auch nochmal drauf gepumpt, also. Jo. Siebter werden wir hier. Den zweiten sehe ich schon gar nicht mehr. Den dritten sehe ich noch. Okay, die Kurve habe ich jetzt gleich gelernt. Ja, die ist es noch gar nicht. Und die auch noch nicht. Es war auf jeden Fall eine langgezogene rechts. Oh, die ist ja echt nicht ohne. Die ist sogar relativ gut. Jetzt die war das. Die dann so ekelhaftig zumacht. Genau. Gar nicht meine Linienführung, gar nicht. Da müsste der um einige Stelle die Richtungswechsel machen. P5? Ne, P8 sage ich. So, müssen wir jetzt mal kurz gucken. Ne, doch P5. Trotz Penalty. Okay. War aber kein guter Lauf. Mal kurz gucken. 37. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. 37-0. Da müssen wir mal radikal runtergehen. 80. Und zwar wirklich radikal. Also es sind jetzt 2 Sekunden. Umgerechnet. Und der vorne konnte frei fahren. Jo, hat keiner gesehen. Ich lasse es trotzdem drin, aber das war mein Mistake. Das war mein Mistake. Passiert mir auch, passiert jedem. Muss man sich nicht für schämen. Hm. Ja, ich fahre die Kurve noch weiter innen an. Ja, genau. Jetzt haben wir das diszipliniert gemacht, so wie man es machen muss. Oder sollte, besser gesagt. Ja, ich weiß, in echt kann man auch nicht auch einfach so sagen, Neustart ist mir bewusst. Hat auch einer mal kritisiert bei mir in meinem Formel 1 Video. Beziehungsweise bei einem Livestream im Nachhinein. Der Neustart war doch noch in Ordnung, weil ich keine 100%ige Bremsleistung hatte. Aber, ja gut, sowas. Klar, kann ich schon verstehen. Aber soll ich dem Feld hinterherfahren oder nicht? Oder ich denke mir dann jedes Mal nur, nö. Wenn wir dafür jetzt ein richtig geiles Rennen bekommen, war es genau richtig. Oh mein Gott, bin ich ihm da aufs Hinterrad oder aufs Vorderrad gefahren? Vermute ich mal. Du, wir müssen aber trotzdem kämpfen hier. Ja, wir müssen ja auf jeden Fall kämpfen. Aber die Beschleunigung macht ja einiges gerade aus. Und das Untersteuern auch. Hallo Kies, hallo Gras.
Der erste will sich absetzen. Drei Zehntel. Das war doch hier die Kurve, ich wollte gerade sagen. Die Kurve. Ja, wo man die Tür sperrweit auflassen kann. Für die Konkurrenz. Und ein paar Bodychecks kann man auch verteilen. Okay, da verliere ich ordentlich. Weil diese kurze, langsame Mini-Schikane da. Ja, gar nicht mein Fall. Runde 2 kann nur besser werden. Boah, hab ich 7 Zehntel liegen lassen. Das ist too much, das ist zu viel. Ja, die ich in Kurve 1 schon fast wieder aufholen und in Kurve 2. Ah, hier lenke ich zu spät ein. Ja, außen funktioniert das hier in der Regel nicht. Ja, hier nehmen sie auch die Curbs mit. Also dann mache ich das auch. Dann ist das wohl legitim. Ja, leichte Berührung, aber er kommt vorbei. Reifen dreckig. Aber weiter geht die Show. Beschleunigung. Wir haben sogar das gleiche Bike. Jo, ist das genau das gleiche. Oh, jetzt dürfen wir uns hier vorne einsortieren. Hier nicht die Tür auflassen für den Kontrahenten. Sehr schön. Nächste Kurve. Oh ja, eine Problemkurve. Reiße ich die gesamte Streckenbreite aus. Ich glaube, das muss ich ja auch so ein bisschen. Es ist irgendwie so eine komische Kurve mit so mit 2 Bremspunkten. Ich habe mich breit gemacht auf der Ideallinie. Reicht für P4. 5 Punkte. 75 könnte dann das Richtige sein. Schauen wir mal. 1:41.0 gibt keine Sterne. Gibt aber wieder ordentlich Money. Kurz gucken. Wir waren sogar der Schnellste. Ja, 75 wäre dann optimal. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Aber eins fahren wir noch. Eins fahren wir noch. Vorhin, wie viele Sekunden war der schneller? 3, 4, 20 runtergeschraubt, aber war ich die Bestzeit. Dann sind es doch fast 2 Zehntel pro Punkt. Hätte ich jetzt damit nicht gerechnet. Das war doch, ja genau, da sind wir jetzt gerade gefahren. Der Nürburgring wäre wieder dran. Da kann ich wieder hochgehen. Da gehen wir wieder hoch auf 100. Da gehen wir hoch. 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 Hoch, hoch, 500. Debüt 1. Oktober 1986. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Kam 4 Jahre und 4 Monate später auf der Welt. Und ein Tag. Jetzt kann jeder meinen Geburtstag ausrechnen. Die mich noch nicht kennen. Aber auch wieder eine interessante Info. Der Nürburgring existiert schon länger. TÜV Rheinland. Stimmt das wirklich? Ich denke mal, ja. Ich denke mal, das stimmt schon. So, die KI wird geladen. Finde ich gut. Und möge das Rennen beginnen. Auf der Nordschleife Nürburgring. In der Eifel. In der Eifel ist auf jeden Fall richtig. Ja. Go! Oh Gott, Kurve 1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fahre mal in eine ganz andere Linie, ne? Ich fahre hier die Formel 1 Linie. Ist das der komplette Kurs? Gut, dann sollte ich ja mal einen Vorteil haben. Also bis jetzt war eigentlich nur der erste Kurs der schwächste. Oh ja, gut, da wäre ich eigentlich im Normalfall weggeflogen. Es ist der Kurs, den man bei der DTM fährt. Da fährt man hier auch rechts rein. Ja, genau.
Es ist eigentlich schon wieder ein Vorteil, die Strecke zu kennen. Trotzdem, man kennt nur den Verlauf. Okay, das ist eine Schwachstelle hier. Das hat man jetzt deutlich gemerkt. Sie geht voll, oder? Ich wollte gerade sagen, die muss voll gehen. Die ging auch voll. Jetzt die gefährliche A-Nadel hier. Ich wollte gerade sagen, die gar nicht so gefährlich aussieht. Aber den Rasenmäher spiele ich trotzdem. Den spiele ich trotzdem. Der White Kiki. Noch vor uns, letzte Runde. Genau, jetzt ein 42-2. Boah, ey, kontrollier mal bitte ein bisschen mehr das Bike. Oh, das sieht echt aus, als wenn ich gleich runterfliege. Ah, der erste Abschnitt liegt mir gar nicht. Gucken, was wir gleich in der einen Kurve da aufholen. In dieser in diesem Rechtsknick. Hier war ich vorhin auch zu schnell. Hier sieht man auch schlecht den Bremspunkt. Wo man ihn setzen muss. Mal bei der Berge ist er noch nicht. Das war auch eine Schwachstelle. Man kann eher aufs Gas gehen, aber ich habe das Gefühl, dass wir zu einem Angriff kommen. Und es kommt auch zu einem Angriff. Kurve bekommen. Kurve bekommen, jawohl. Und wir sind vorne. Wir sind vorne geblieben. Letzte Kurve. Noch optimal nehmen, jawohl. Und dann über Skat und Ziel. Puh, da muss ich mir aber ein bisschen zurechtlegen. Ein bisschen. Aber war dennoch alles fair. 1:35.324. Eine Frage der Präzision. Oh ja, ja, genau. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das sind die drei Sterne. Oh, das war sogar deutlich. Oha. Das war deutlich schneller als die Konkurrenz hinter uns. Deswegen machen wir noch ein Rennen. Nein, wir beenden den Part für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play White 3. Macht's gut, haut da rein und tschüss.